Schaut ihn euch an. Es gibt ihn ja wohl. Er hat sich wirklich ereignet unter einem der provinziellen Sterne. Auf seine Art vital und durchaus beweglich, seine Fähigkeit zu staunen gut entwickelt für eine mickrige Missgeburt von Kristall. Und für eine schwierige Kindheit in den Zwängen der Herde gar nicht übel als Individuum. Schaut ihn euch an. Es gibt kein Genre dafür. Das ist eine Expedition in Sprache, auch wenn das im Original im Polnischen ist. Aber diese Übersetzungen sind, soweit wir das beurteilen können. Und wir können das beurteilen, weil wir natürlich auch polnische Freunde haben. Und Leute, die sich da auskennen, sind die Übersetzungen zum großen Teil sehr, sehr gut. Und also es geht um Sprache natürlich, dann geht es politische Ansichten, um Ansichten, wie das Leben ist von der Frau Szymborska. Und da ist die einfach, ja, man soll nicht so inflationär sein mit dem Wort, aber es ist einfach genial. Seit der Kindheit kenne ich diese Angst. Ich miet die Pfützen. Vor allem die Großen, nach dem Regen. Eine von ihnen könnte ja ohne Boden sein. In der Menge entfernte sich zum Ausgang das Fehlen meiner Person. Einige Frauen vertraten mich eilig in dieser Eile. Zu einer lief jemand, der mir fremd war. Doch sie erkannte ihn sofort. Wir haben am Anfang gar nicht gewusst, wie weit das funktioniert und so. Aber es ist zum Beispiel, sind viele Sachen, wie wir das dann machen, dialogisch auch. Und das kann man durchaus machen mit dem Großteil der Gedichte, nicht mit allen. Aber mit dem Großteil der Gedichte funktioniert es meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und jetzt? Ein paar Schritte von Wand zu Wand. Und jetzt ein paar Schritte von Wand dieses zu Wand. Treppchen hinauf, dieses Treppchen oder hinauf jenes hinab. Oder jenes hinab. Dann etwas nach links, dann etwas nach wenn, links nicht nach wenn nicht rechts. Nach rechts. Von der Mauer, in der Tiefe der Mauer, bis zur siebten Schwelle. Wohin auch immer, woher auch immer. Bis zur Kreuzung. Bis zur Kreuzung. Wo sie zusammenlaufen. Wo sie zusammenlaufen, um auseinander zu laufen. Alle Gedichte, alle guten Gedichte auf dieser Welt, musikalisch, also sehr, die haben immer viel mit Musik zu tun, mit Rhythmus, mit Melodie, mit Tonarten. Und also insofern schreit es auch nach Musik. Also fast alle Gedichte haben ungeheuer theatralische Auflösung, theatralische Bedeutung im besten Sinne. Und sie sind auch sehr, na gut, alle Gedichte sind subjektiv, aber sie haben eine ganz eigene Perspektive. Und deswegen, glaube ich, schreit es auch nach Theater. Unwissenheit schuftet hier schwer. Andauernd zählt, vergleicht und misst sie etwas, woraus sie dann Schlüsse und Wurzeln zieht. Ich weiß, was du denkst. Nichts hier ist für die Ewigkeit. Der Himmel ist allgegenwärtig, sogar im Dunkel, unter der Haut. Ich verspeise Himmel. Scheide Himmel aus. Damit hätte man anfangen sollen.